Netzergänzung Nord hat einen 300 Meter langen Tunnel. Wieso braucht es einen Tunnel? Wir haben bei der vertieften Untersuchung der Varianten festgestellt, dass wir hier in einem landschaftlich sehr sensiblen Gebiet sind. Und der Tunnel ist natürlich die beste Massnahme, um die Einsehbarkeit vollständig zu verhindern von der Straße, plus natürlich auch die Effekte wie Lärm vollständig zu unterbinden. Sie haben aus 17 Varianten die ausgewählt schlussendlich. Was hat es für dich gesprochen? Es ist einfach das Gesamtnutzen von dieser Variante, die am besten abgeschnitten hat. Eben, sie geht sehr stark auf die landschaftlich empfindlichen Situationen ein. Ist aber auch eine, die wirtschaftlich dementsprechend vertretbar ist. Und in Summe ist das die Variante, die am besten abgeschnitten hat. Die Variante soll ja das Stadtzentrum von Wiel auch entlasten vom Verkehr, bringt aber Brandschaffen mehr Verkehr. Da passt vielen Brandschaffen nicht. Also Brandschaffen müssen wir dann noch separat anschauen, weil an und für sich, ich sage jetzt vom Einmünder weg, von der AMP-Straße weg Richtung Norden, gehen wir davon aus, dass wir die gleiche Verkehrsmenge haben. Und Brandschaffen wird natürlich auch entlastet durch den Bereich, der natürlich vom Schwanenkreis bis auf Brandschaffen rausfährt. Das ist eine von der Entlastungsstrecken. Die Frage ist, wie viel Mehrverkehr gibt es ohnehin und wie viel wird durch die Massnahmen, jetzt, die wir vorstellen, dementsprechend ausgelöst. Was sagen Sie den direkten Anstößen, wo jetzt die Straßen durchläuft? Wir hatten gestern eine Information für die betroffenen Grundeigentümer. Es ist klar, das will man auch nicht irgendwie verleugnen. Es ist natürlich eine gewisse Situation oder gewisse Einbußen und Qualitäten, die dementsprechend stattfinden in diesem Bereich. Wir haben die probiert, so die Beeinträchtigung so klein wie möglich zu halten. Und am Schluss ist halt einfach die Variante, die dann im Gesamtnutzen natürlich sehr grossen Gesamtnutzen bringt, mit möglichst kleinsten Beeinträchtigungen, die dann auch das Rennen macht und dann so mit der Bearbeitung empfohlen wird. Was wäre eigentlich, wenn aus irgendeinem Grund die Straßen nicht kämpfte? Also es ist natürlich eben eingebettet in das ganze Agglomerationsprogramm mit Wiel-West und mit dem Autobahnanschluss Wiel-West. Man hat keinen Plan B, wenn einzelne von den Infrastrukturen jetzt nicht realisiert werden könnten oder gewisse Überbauungen nicht könnten realisiert werden. Aber man müsste sicher nochmal über Bücher und schauen, was dann noch machbar wäre. Und ich sage jetzt wieder ein Gesamtkonzept oder Gesamtbündel schnüren, wo dann wieder irgendwie die Funktionalitäten im Raum auch sicherstellen. Zusammen mit den Nutzungen und den Verkehrsinfrastrukturen.